Okay, wir haben die Details für die einzelnen Spielpositionen schon mit der Gruppe besprochen. Motto vom Spiel, Räder hier, wir haben zum einen Schach und zum anderen Kampf. Warum Schach? Das würde ja für jedes Spiel gelten. Der Gegner hatte 3 Wochen Zeit. Und wir hatten eigentlich auch 3 Wochen. Wie wir wissen, sicherlich auf 1 Woche relativiert haben. Das heißt, neben den Dingen, die wir erwarten, die ja nicht so vielfältig waren, sondern die doch wenig Dinge machen, die machen sie gut, müssen wir hellwach sein, kommt irgendwas Neues, wenn ich 3 Wochen Zeit habe. Auch so wenig im Repertoire, dann würde ich schon mir überlegen, was anderes vielleicht auch noch mit reinzunehmen. Da müssen wir einfach wach sein und entsprechend reagieren. Was natürlich das Besondere ist, dass beide Mannschaften die gleiche Verteidigung spielen. Und warum Kampf? Brauchen wir zum Gewinnen. Ohne Kampf können wir keine mehr gewinnen. Was sind Gegner? Die letzte Chance, die Klasse zu halten. Und deswegen ist das natürlich heute ein ganz besonderes Spiel, wo die Gegner öffentlich kundtun, wir haben nur zu gewinnen. Also wenn das mal objektiv betrachtet, nicht völliger Blödsinn ist, sondern die können heute mit nur 1,5 Füßen die zweite Liga machen, sondern den zweiten Schritt fast schon endgültig tun. Und was können wir? Die Klasse halten. Endgültig, rechnerisch, mathematisch, statistisch, ohne 1 Promille Fehlerwahrscheinlichkeit oder Irrtumswahrscheinlichkeit, hoch signifikant, können wir das Ding heute erledigen. Das große Thema ist natürlich, wie 3-2-1 gedeckt wird von beiden Mannschaften und wie gegen 3-2-1 angegriffen wird. Und hier muss auch ein Laie auf der Tribüne erkennen, wo ist das Original und wo ist sicherlich eine gute Kopie. Aber so deutlich, dass es keine Kennerschaft braucht zwischen Original und Kopie, sondern dass es deutlich wird. Und das von der ersten Sekunde und Minute an. Und was unterscheidet unser Original, es ist variabler und es ist offensiver, aggressiver im entscheidend wichtigen, richtigen Moment. Und die 3 As gelten für angreifen, antizipieren, aushelfen. Angreifen, aushelfen, antizipieren. Und warum habe ich das blau gemacht? Antizipieren hat für mich ein bisschen was mit Schach zu tun. Und die erste 2 Dinge, wenn ausgeholfen wird, geht das nur, wenn ich da auch wirklich alles dafür gebe, dass wenn ich schon helfe, dann dadurch auch ein Kontakt oder mindestens eine Kontaktchance zum Foul beim Aushelfen auch passiert. Wenn du ein bisschen die Presse zwischen den Zeilen liest, wenn du ein bisschen die ganze Öffentlichkeitsarbeit mitverfolgt, versucht der Gegner, unser Gallier-Image, uns das streitig zu machen. Wir sind die Kleine, wir sind hier die Mannschaft, die eigentlich positiv dasteht, weil wir hätten ja eigentlich gar keinen Punkt mit unserer komischen Gruppe, weil wir die ständig über das sich klein machen, sich doch als relativ erfolgreich immer noch irgendwo nach außen darstellen. Und wenn man es mal objektiv betrachtet, sieht es so aus, dass die 11 Punkte haben. Und gelobt werden, sich selbst loben. Und wir haben 21 Punkte und kritisiert werden. Wenn wir das intern machen, ist das okay. Aber es zeigt, dass irgendwo hier nochmal die Verhältnisse gerade gerückt werden müssen.
dass wir heute aus einer guten Saison eine großartige machen wollen. Können! Dann sind wir schon mal am Schluss. Der Gegner rühmt sich immer wieder für seine Teamqualität, für seine mannschaftlichen Fähigkeiten. Und das müssen wir heute auch zurechtrücken, dass wir die natürlich nachweislich die besseren Spieler hier haben, in der Konstellation, wie wir heute nochmal zusammen sind. Nach dem Eindruck, den ich die Woche vom Training her habe, wo die Form von Tag zu Tag besser geworden ist, wo wir mit dem kompletten Kader annähernd trainieren konnten, dass wir das einfach auf die Platte teamorientiert zusammenbringen müssen, dass natürlich Respekt, vielleicht sogar Angst, kein Problem ist. Weil es ist, wenn man Angst hat, dann ist man ein bisschen vorsichtig, dann ist man auch ein bisschen konzentrierter. Und deswegen ist das gar nicht so ein schlechter Wegbereiter, wobei Respekt besser ist wie Angst. Aber wir sollten den Gegner respektieren, wer das Spiel in Hamburg gesehen hat, wo in der 53. Minute das Unentschieden stand, der 35. haben sie mit 3 geführt. Jetzt hier nicht hier heute von so einem lockeren, vom Hocker leicht zu bezwingenden Gegner ausgehen. Der entscheidende Punkt, wenn wir noch das Vorspiel nochmal uns vor Augen führen, ist, dass wir heute zu Hause diese 5-6 Monate Ärger, die wir mit dem Spiel haben, der Dank hatten wir mindestens 5-8 Mal an den Kopf geschmissen, sag ich 10 Mal, will es jetzt nicht mehr genau behaupten, dass wir dieses Spiel einfach auslöschen. Okay, ansonsten ist denke ich klar, dass wir mit 3-2-1 bis jetzt anfangen, den Wechsel dann gut rot. Den Schlinger im Angriff, sofern wir den kurzen Wechselweg von der linken Seite im Rückraum links zur Bank haben. Okay.